Reparieren statt Wegwerfen sei ein europaweiter Trend. Die EU habe seit März 10 Verordnungen zu diesem Thema erlassen, betont Felix Eipeltauer von den NEOS. Die nächste Rednerin ist von den Grünen, Astrid Rössler. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geschätzter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuseherinnen und Zuseher zu Hause an den Bildschirmen. Das Thema ist ein, sage ich, ein angenehmes. Es eint uns, dass wir beim Thema Reparieren Fortschritte machen wollen und dass wir vor allem Ressourcen sparen wollen, die Produktlebensdauer verlängern wollen. Und es dient natürlich auch der Vermeidung von Abfällen und auch Schadstoffen in der Umwelt. Ganz konkret bei den Zahlen, es sind tatsächlich 240.000 Tonnen Altgeräte, Elektrogeräte und Elektronikgeräte, die 2019 in Verkehr gebracht wurden. Also die Menge, um die es hier geht, ist beachtlich. Und inzwischen sind die Sammelquoten für die Verwertung verbessert worden. 133.000 Tonnen sind 2019 zur geordneten Entsorgung und Wiederverwendung oder Aufbereitung zurückgenommen worden. Es geht um eine geordnete Behandlung. Es ist sehr arbeitsintensiv, vielfach händische Demontage notwendig, denn die Geräte enthalten zum Teil mehr als 80 unterschiedliche Materialien. Es sind sehr komplexe Geräte und umso wichtiger ist es, dass sie auch entsprechend von fachgeeigneten Fachkräften zerlegt und einer Aufbereitung zugeführt werden. Das kann nur der erste Schritt sein. Der Reparaturbonus ist der erste Schritt in einer wichtigen Kette, die hier zu einer Ressourceneffizienz und auch einem geringeren Einsatz an Energie und Material führt. Der zweite Schritt ist das Produktdesign. Also aufbauend auf den Erfahrungen des Reparaturbonus müssen wir ganz stark, Kollege Eipeltauer hat es auch genannt, viel stärker ins Produktdesign, intelligenteres, effizienteres Design und Stoffverwertung. Und der dritte Punkt, und ich betone es, weil es auch hier aus dem Umweltressort bereits ein sehr wichtiges Förderinstrument im Ausmaß von 10 Millionen gibt, ist Forschung und Entwicklung für Kreislaufwirtschaft. Hier geht es konkret um die Intensivierung der Produktnutzung, längere Produktnutzung. Es geht um besseren Ressourceneinsatz, intelligenteres Produktdesign und die Stoffkreisläufe besser, effizienter zu machen und Stoffkreisläufe zu schließen. Alles drei zusammen ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz, in Richtung geringeren Energieverbrauch. Und abschließend zum Antrag der FPÖ. Wir unterscheiden uns in diesem Punkt ja nicht wirklich. Natürlich braucht es aber einen Vorlauf, um diesen Reparaturbonus, der mit 01.01.2022 in Kraft treten soll, auch entsprechend umzusetzen. Ein wenig widersprüchlich ist Ihr Antrag, denn üblicherweise alles, was einen Bezug zur EU hat, ist ja nicht besonders beliebt. Hier sind es 130 Millionen, die aus dem Wiederaufbaufonds der EU kommen. Es ist ein wenig widersprüchlich, wenn Sie jetzt sozusagen das Geld noch schneller in Umlauf bringen wollen, das so ungeliebte Geld. Wir machen diesen Reparaturbonus seriös, solide und er wird am 01.01.2022 starten. Diesen Antrag werden wir nicht unterstützen. Astrid Rössler, die Umweltsprecherin der Grünen, betont, dass der Reparaturbonus nur ein erster Schritt in Richtung mehr Energieeffizienz und Ressourcenschonung sei. Darüber hinaus müsse man an einem besseren Produktdesign und besseren Stoffkreisläufen arbeiten. Jetzt am Wort Andreas Kühberger, ÖVP.